kurz vorm Erbrechen. Oh. Let's finish this part, mm-hmm. And if we have time, maybe we can put something else. But then with cream? Yes. Good. Because then maybe we can do more. Then I'm not like... Yeah. If you say with cream, there's no problem, then... I can't guarantee this. Komm. Alle Bäuche? Oh. Thomas hat... Yeah. No blood, no... Good, huh? Gute Gene. And what you do with the cream? Yeah. Das Problem bei der Creme ist, dass der Tätowierer dann halt Probleme hat mit den Farben, weil die Haut sich dann rötet anscheinend und auch angilbt. Dabei jetzt auf die offene Wunde nochmal drüber zu tätowieren, das ist zu wild. Das schafft nicht mal so ein harter Kerl wie ich. Walla mehr als hübsche. Wenn du mich siehst, sag Walla mehr als hübsche. So that's this famous cream yeah. Everybody's talking about. Everyone is hating about. So is this cream also helping him to grow a beard? Yeah, of course. Perfect. And some muscles. Perfect. Put it everywhere, please. Wie ist das, wenn man die Creme jetzt, wenn man da nichts spürt, so, ne? Wenn man sich die jetzt auf die Hand schmiert, ne? Ist das dann okay, so? Okay, Thomas, um deine Frage zu beantworten, du kannst dir die Creme auf deinen Penis schmieren und endlich eine Frau küssen. Aber dann kann man ja unendlich lang. Na, unendlich lang ist für dich ja 10 Minuten. Ach, hau ab, Alter. Boah, das brennt, diese Creme brennt. Okay. Tut so weh und ich muss mega auf Klo, also es ist so beides gemixt. Alles fresh? Alles fresh. Was geht? Und, wie weit hat sich kaum besser? Oh, da ist so viel, Junge, da ist so viel. Was ist jetzt dieser Unterschied mit der Creme? Also ist das nicht für Pussys eigentlich? Weil ich sehe dich und ich habe Angst vor dir. Ich könnte jetzt ja sagen, aber darf ich die da immer benutzen? Natürlich nicht. Und, du bist ja schon länger als 2 Jahre tätowiert. Ja. Also bist ein richtig hart eingesessener Tattoo. Kann man so sagen. Und du benutzt jetzt trotzdem. Ich benutze trotzdem, weil ich lasse mir jetzt den Bauch tätowieren, was eine sehr schmerzhafte Stelle ist. Es gibt ja auch immer neue Sachen auf dem Markt, die man ausprobieren sollte. Und wenn er was dabei ist, was richtig gut wirkt, warum nicht? Das ist, by the way, auch mein erstes Realistic-Tattoo. Ne? Sonst habe ich immer so Outlines-Tattoos bekommen. Ich bin nervös, ja. Du musst nicht nervös sein. Wir können dir immer eine helfende Hand auflegen. Das ist unglaublich. Diese Hand war noch nie lustig. Was fühlst du dabei, Thomas? Es ist schon... Mach das doch mal bei anderen Leuten. Oder so einfach mal. Schüttel doch bei dem Chef die Hand damit. Mach das doch. Nein, das mache ich nicht. Nein, das mache ich auf keinen Fall. Das mache ich nicht. Der Deckel. Das denkt er doch jetzt schon. Traust du dich nicht? Du kannst das gerne machen. Okay, bei dir ist jetzt auch mit Creme, ne? Also es ist sehr angenehm. Ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Es ist wirklich sehr angenehm. Hast du das gefühlt? Ja, alles ist ein unangenehmes Gefühl, aber wie gesagt, keine Schmerzen. Okay, die Hand hast du nicht gefühlt. Ach so. Du hast echt nicht gefühlt, Alter. Ja, viel Spaß, ne? Danke dir. Ready? I'm ready. Oh, oh. How is it? I didn't feel anything. Yeah? What the fuck? Ich spüre nur den Druck von der Finger. Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Also man spürt schon so ein bisschen manchmal, ne, wenn er tiefer eintaucht. Ich glaube, man erschreckt sich eher so ein bisschen. Boah. Ich glaube, die Creme wirkt nicht mehr. Noch mehr Schmerzen durch diese Creme. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen, ne? Ich bin kurz davor. Was ist das, Mike? Das ist Mike? Mhm. Das ist mein Finger. Boah. Also. Ich kann gar nicht reden, sorry. Boah, ich bin kurz vorm Erbrechen. Das sind echt heavy Schmerzen. Die Creme lässt nach. Und jetzt habe ich halt diese offene Wunde, wo jetzt nochmal reingestochen wird. Ich hasse Tattoos. Alter, boah, Schwede, ey. Das ist wirklich so, als würde die ganze Zeit ein Messer in meinem Rücken stecken. Und das Messer brennt noch. Oh Gott, ey. Ah, hier, fuck. Fuck, I'm sorry. Meine Arme gar nicht mehr bewegen.
bin super finished. Oh, ich kann gar nicht mal dahin filmen. Egal. Zählt auf jeden Fall schon zu den heftigsten Tattoos von Schmerzgrad her. Super verkrampfter Körper. Ich kann mich auch nicht mehr strecken. Ich muss aber echt gerade überlegen, ob ich das auch noch schaffe. Surrendering. Kannst du dich eigentlich jetzt entspannen, weil jetzt gerade hast du ja keinen Schmerz. Es tut so weh gerade. Schmerzen! I'm such a pussy. I can't even laugh, because when I laugh, then it hurts. Willst du abbrechen? Ah, ich würde abbrechen, aber der Tätowierer will unbedingt weitermachen. Vielleicht versteht man so ein bisschen, warum das gerade einfach hardcore ist, was wir gerade an Schmerzen stattfinden. Es sieht schon ziemlich brutal aus, auf jeden Fall. So, today, was the... Oh, holy shit! Oh mein Gott! Alter Schwede! Okay, that's good. Oh ja, yeah. Ey, that really helped. So much, what the fuck? Dieses bisschen kühle Wind tut richtig gut gerade. Oh mein Gott, thank you so much. Boah. Der Rüber ist okay? Nein. Warte? Ja, bitte. I enjoy it very much. For sure. But my friend here. Hast du das gehört eben, wie er geschrien hat? Mann, 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 Mann. Ich sag dir das, ey. Guck mal, wie ich entspannt liege. Ja. Als wär nix, ey. Als wär nix. I'm so sorry. Especially me, I'm sorry. Ich glaub, jetzt heißt es... Ah, alter Bär. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder zu Hause. Zu Hause wahrscheinlich. Gerade noch mal ganz kurz kalt geduscht, jetzt werde ich ein bisschen befreit vom ganzen Siff. Es ist wirklich gar nicht gesifft. Gar nicht gesifft. Das ist dieses Alkohol, was er da drauf sprayt, dieser Blutstopper. Das ist so cringe, Alter. So, erstmal, ne, Dr. Thomas. Was? Es ist gar kein Rundwassersiff, nur hier rechts. Trocken. Hier kann ich dir mal zeigen, so viel Fläche, wo du irgendeine Krinte über der Farbe hast. Alles andere ist super clean. Ich geh nochmal kurz hier drüber. Tut das weh? Tatsächlich wenig. Das liegt an meiner Zärtlichkeit. So. Ja. So. Jetzt geht's ab. Jetzt kommt die Rektaluntersuchung. Oh ja, da freue ich mich ja schon im ganzen Jahr drauf. Bei Rektal bin ich immer dabei. Nein, oh Gott, nee. Muss rausschneiden, ja. Voll hart, diese Bruder. Ich fange mal ganz rechts an. Das Einzige, was hart ist, gerade mein Schwamm. Boah, aber man sieht, wie deine Haut die Creme braucht gerade, ne? Ja, weil so trocken, oder? Die saugt richtig schnell auf. Digga, was ist da passiert? Ey. Nee, da war das Tapeband eben drauf. Das vertrickst du auf jeden Fall nicht. Das Tapeband. Sei froh, dass du gerade nicht deinem Chef den Rücken eincremst. Das ist viel unangenehmer. Und aufpassen. Jetzt kommt der Finger. Meine Mutter niest auch, als würde die Kung-Fu-Filme gucken. Die niest eigentlich, als würde sie jemandem absichtlich ins Gesicht rotzen. So, ich hasse dich. Ey, red nicht so respektlos über meine Mutter. Da muss ich immer dran denken. Na, öfter hier? Einmal bitte Applaus in den Kommentaren. Wenn man irgendwann die Tattoo-Session einfach so mit drin abgebrochen hat, fühlt man sich auch extrem swag. Der Tätowierer denkt auch, dass ich wack bin, aber nicht nur Tätowierer. Auch wahrscheinlich jetzt alle Zuschauer. Das ist wie bei so einem Fußballspiel, wo man irgendwie 4-0 hinten liegt und einfach sagt, komm, hören wir auf. Aber ich simuliere nicht. Fuck mich, alle Leute, bitte, fuck mich nicht ab. Ich simuliere nicht. Wenn ich Schmerzen habe, dann habe ich Schmerzen. Der rechtfertigende Boss. Zeig doch mal, was ist das für eine Cream, falls Leute fragen. Hustle Butter. Hustle Butter, weil wir Hustler sind. Meine Tätowierer auch zu mir. Here, I give you Hustle Butter because you're a Hustler. Und ich so, that's a fucking joke. Hammer-Tätowierer auf jeden Fall. Hammer-Laden, World of Inks sind richtige Ehrenmänner. Ich mache auf jeden Fall mein Tattoo noch zu Ende dort. Aber jetzt gerade kann ich nicht dran denken, mir einen neuen Termin zu machen. Erstmal muss ich 2-3 Wochen warten jetzt, ne? Ein bisschen die Haut regenerieren lassen. Und dann geht's bald weiter. Das war's? Das war's. So kann ich nie nach Hause gehen. Aber ist mein Onesie. Ich wollte mal Onesie anziehen, aber den kann ich jetzt nicht anziehen. Ist das dein Onesie? Ja. Ja, der kommt bald in den Bergenshop. Echt?